Moin Moin Leute, was geht ab? Twice ist am Start und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar geht es heute um das Thema, warum sollte ich denn überhaupt einen Motorradführerschein machen? Und da rede ich jetzt einfach mal über ein paar Punkte, die eben so einen Motorradführerschein betreffen. Jetzt nicht genau den Führerschein, sondern was du erlebst oder was man erleben wird, wenn man den Motorradführerschein eben gemacht hat. Und für alle, die schon Motorrad fahren, bestätigt mir gerne oder schreibt mir gerne eure Meinung zu den einzelnen Punkten dazu, ob ihr das genauso seht oder ob ihr das irgendwie anders empfindet. Weil jeder hat ja eine andere Wahrnehmung und vielleicht ist Motorradfahren in manchen Punkten ja noch weitaus mehr für euch. Ich kann euch aber schon mal vorab sagen, wenn ihr Spaß an Beschleunigung habt und generell, das ist nochmal eine andere Beschleunigung auf dem Motorrad wie beim Auto, das ist ein ganz anderes Gefühl und auch so dieses Gefühl haben wollt von Freiheit im Alltag, dann kann ich euch Motorradfahren nur generell wärmstens ans Herz legen. Die allererste Sache ist, ich würde gerne unterscheiden, wenn man schon Autoführerschein hat oder noch keinen Autoführerschein hat. Denn wenn man zum Beispiel 16 ist und den 125er-Schein machen darf oder mit 15 Mofa oder 45 km/h Führerschein, dann hat das einen ganz anderen Stellenwert, mobil zu sein, als nur dieses Fahrgefühl zu haben. Und bei mir ist es jetzt ja so, ich fahre nur für das Fahrgefühl und ich fahre die meisten Strecken, wo ich wirklich nur von A nach B kommen muss, fahre ich meistens mit dem Auto, denn wie ihr heute seht, das Wetter ist nicht so nice, ziemlich stürmisch, man ist halt total wetterabhängig auf dem Motorrad und das ist halt einfach beim Auto nicht der Fall. Dazu kann ich auch noch theoretisch mal eben spontan einkaufen, ohne einen Rucksack dabei zu haben und man ist halt einfach spontaner, man kann auch andere Leute mitnehmen. Das ist natürlich einfach angenehmer im Auto. Aber wenn ihr noch keinen Autoführerschein habt, dann ist das so geil, mobil zu sein und dieses Fahrerlebnis bei einer 125er zum Beispiel zu erleben. Und was meine ich mit diesem Fahrgefühl? Das ist super schwer zu beschreiben. Ich weiß nicht, wie ihr das beschreiben würdet, die schon Motorrad fahren. Bei mir ist es so, ich würde es nicht wirklich wie einen Kopf ausschalten, aber ich vergesse halt ein bisschen die Sorgen, die ich jetzt gerade hatte in der Sekunde. Sondern man ist irgendwie wie, als wenn man gerade in Urlaub fährt. Man ist irgendwie ein bisschen in so einer anderen Welt. Natürlich ist der Kopf nicht wirklich ausgeschaltet, denn man muss sich halt sehr konzentrieren im Verkehr und vielleicht liegt es auch gerade daran, dass man sich so sehr konzentriert, dass man eben die anderen Sachen nach hinten wirft und sich gerade nicht so mit anderen Themen beschäftigt, sondern eher so im Hier und Jetzt aufs Motorradfahren konzentriert ist. Und dieses Freiheitsgefühl ist für mich einfach sehr, sehr viel auf dem Motorrad. Ich habe immer wieder gute Laune, wenn ich aus dem Bike steige. Selbst wenn das Wetter jetzt heute nicht so geil ist, eigentlich habe ich natürlich nicht so Bock bei so einem Wetter zu fahren, aber jetzt, wo ich drauf sitze und es halbwegs okay warm ist, ist alles super und ist super nice. Das nächste Thema ist, wenn ihr nur entscheiden könntet vom Geld zwischen dem A-Führerschein oder einer der A-Führerscheine, sprich Motorrad, oder dem B-Führerschein, dann macht zuerst auf jeden Fall den B-Führerschein. Ich weiß, ich bin Motovlog-Channel und eigentlich müsste ich super Werbung für Motorradfahrer machen, aber ich sag's euch eins, wenn ihr auf dem Land wohnt und nicht in der Stadt und ihr seid angewiesen, wirklich immer von A nach B zu kommen, dann macht zuerst den Autoführerschein, denn ohne Autoführerschein kommt ihr wirklich nicht so weit, denn im Winter oder jetzt fängt es schon an, wir sind erst im September und es gibt jetzt schon einige Tage, wo ich wirklich ungerne fahre oder wo es einfach super unangenehm ist oder sogar schon jetzt gefährlich ist mit dem ganzen Laub, was jetzt langsam auf die Straße fällt. Und da seid ihr in einem Auto immer besser aufgehoben. Dazu braucht man auch eigentlich immer in seinem Leben mal irgendwann mal einen Autoführerschein. Es gibt einige in der Stadt, die keinen Autoführerschein brauchen, aber wenn diese auch einmal auf dem Land wohnen, dann wird das allererste sein, was sie bereuen. Denn dann erst einen Führerschein machen mit vielleicht 40 oder 50, einen Autoführerschein, ist halt super kacke. Und die Regeln für eine Prüfung werden halt auch nur strenger. Das heißt, so früher ihr den Führerschein macht, desto einfacher wird auch die Prüfung, desto einfacher wird alles. Das gilt natürlich auch für einen Motorradführerschein. Nur ich denke einfach, dass ein Autoführerschein wichtiger ist. Aber wenn ihr noch Geld habt über für einen Motorradführerschein und ihr euch fragt, warum sollte ich das denn tun, dann ist dieses Freiheitsgefühl eine ganz, ganz große Sache. Und dazu kommt ihr eben auch noch schnell in irgendeine Community oder in irgendeinen Freundeskreis. Wenn ihr zum Beispiel so eine App nutzt wie Ride With Me, da kannst du zum Beispiel Leute finden in deiner Umgebung, mit denen du dann fahren kannst. Das Ganze ist so ein bisschen wie Lovoo, nur halt für Leute, um andere Rider zu finden. Dazu habe ich auch schon mal ein ausführliches Video gemacht. Das ist oben verlinkt, könnt ihr gerne mal drauf gehen, falls euch sowas interessiert. Aber diese Community, der tritt man halt automatisch bei. Wenn du zum Beispiel einen Shopper fährst und du bist irgendwo in einem Café und da sind andere Shopperfahrer, da hat man irgendwie gleich diese Connection. Natürlich auch unter den Klassen, also es sind nicht nur Shopperfahrer mit Shopperfahrern irgendwie vereint, sondern alle Biker. Nur natürlich meistens kommen bei mir auch Leute an, die eine Sumo fahren und sagen, hey, nice Sumo. Oder ja, also da habe ich schon das Gefühl, dass diese Gruppierungen leicht untereinander schon für sich sind.
aber es heißt überhaupt nicht, dass man den anderen nicht ansprechen darf oder was auch immer. Das war jetzt nur mein Empfinden beim ersten Mal ansprechen, aber wenn man natürlich irgendwo Anschluss suchen will, kann man natürlich jeden irgendwo in einem Eiscafé oder so einfach fragen, ob man bei denen mitfahren kann oder wie auch immer. Und da habe ich auch das Gefühl, dass die Motorrad-Community sehr, sehr offen für solche Sachen ist. Und das heißt, dort kriegt man eben auch gleich, ich will nicht sagen Freundeskreis, aber eben guten Bekanntenkreis oder eben auch, vielleicht entwickeln sich daraus ja auch Freundschaften. Auf jeden Fall habe ich da auch schon einige Leute nur durchs Motorradfahren kennengelernt. Und so eine Verbundenheit findet man halt einfach nicht in der Autoszene. Natürlich gibt es auch eine Tuning-Szene in der Autoszene, die natürlich viel, viel kleiner ist als natürlich alle Motorradfahrer zusammen, ist ja klar. Natürlich muss man aber auch die negativen Sachen an dem Motorradführerschein sehen. Das Wetter hatte ich ja schon angesprochen, ist eine Sache. Man ist absolut unflexibel, was das angeht. Und auch eine Sache, die bedacht werden muss, ist eben auch das Unfallrisiko, dass wenn man einen Unfall hat, ich sage nicht, dass man unbedingt öfters oder überhaupt einen Unfall haben muss, aber wenn man einen Unfall hat, dann sind die meistens wesentlich schwerer, als wenn man sie mit dem Auto gehabt hätte. Es hängt natürlich von sehr vielen Faktoren ab, wie viel Risiko gehst du selber ein, wie gut fährst du, bis zu einfach am falschen Zeitpunkt zum falschen Ort. Es gibt natürlich auch Motorunfälle, wo der Motorradfahrer überhaupt nichts für konnte und umgenagelt wurde. Aber ich sag mal so, wenn man sein Tempo anpasst, und das ist manchmal sehr schwierig, das muss ich auch gleich vorweg sagen, für die Leute, die noch nicht Motorrad gefahren sind, und man sich selber im Griff hat, dann kann man relativ risikoarm auch Motorrad fahren, wenn man sich nicht im Grenzbereich befindet. Ah, okay, chillig, Digga. Kleine Hüpfbogenparty. Und dazu muss man auch sagen, für die Leute, die jetzt vielleicht nicht so viel Ahnung von Motorrädern im Generellen haben, die Maschine, die ich jetzt zum Beispiel fahre, ist eine Husqvarna 701 und die hat 75 PS, wiegt nur 150 Kilo und das heißt, sie hat 0,5 PS pro Kilo. Das heißt, nur das Bike an sich, natürlich bin ich auch noch drauf, das heißt nochmal 90 Kilo oben drauf, aber rein das Bike gesehen hat 0,5 PS pro Kilo Leistungsgewicht. Und bis ein Auto das hat, reden wir halt davon, wie mein, ich habe einen 1er BMW und der müsste halt 750 PS haben, um das gleiche Kilo auf Gewichtpotenzial zu haben. Das heißt, wie ihr seht, hat man bei einem Motorrad extrem hohe Leistungswerte, obwohl man eigentlich auf dem Papier gar nicht so viel Leistung hat. Und das habe ich auch das Gefühl, ganz viele Leute, die nicht so drin sind beim Motorradfahren oder sich damit noch nie beschäftigt haben, die haben mir auch gesagt, als ich 125er gefahren bin, yo, du hast ja nur 15 PS, damit kommst du doch gar nicht vorwärts, oder? Und mit 15 PS kannst du halt mit einer 125er 130 fahren. Und man kommt halt wie so ein langsames Auto mit 50, 60 PS, kommt man dann eben auf 100 in der Zeit. Und man ist überhaupt nicht so langsam, wie alle sagen. Oder wie alle denken zumindest. Und das ist auch immer wichtig zu wissen, für vor allem auch Leute, die sich jetzt für einen Motorradführerschein umgucken oder ob das was für sie ist. Kauft euch keine Bikes mit viel zu viel Leistung, wenn ihr jetzt zum Beispiel 30 seid und einen B-Führerschein schon habt und euch denkt, jo, lass mal direkt den A offen machen. Das könnt ihr gerne machen, wenn ihr nicht erstmal den B196-Führerschein zum Schnuppern machen wollt. Das ist ein Führerschein, der eben, wenn man 25 Jahre alt ist, 5 Jahre schon Führerschein hat, dann darf man eben 125er fahren, wenn man ein paar Übungsstunden macht. Und dann muss man nicht mal eine Prüfung machen, aber dann darf man eben auch nur 125er fahren. Und wenn ihr gleich den offenen machen wollt und sagt, hey, ich will auf jeden Fall Motorrad fahren, ich will den offenen machen, dann tut euch den Gefallen und dann fangt erstmal mit einer Maschine an, die irgendwie wie bei mir, die irgendwo bei 75 PS rumliegt, das ist schon sehr viel. Alles über 100, 120 PS, da muss man sich schon sehr gut im Zaum halten und sehr gut von sich selber wissen, dass man nicht übertreibt. Denn man gewöhnt sich sehr, sehr schnell an die Leistung, kann ich euch sagen. Und damit meine ich nicht, dass 75 PS schnell langsam werden, sondern da meine ich mit, dass man dann eben schnell die 120 PS unterschätzt und dass man dann mit viel zu hoher Geschwindigkeit unterwegs ist. Und das bringt halt auch niemanden was ohne Fahrerfahrung. Und was machst du hier? Sonst kann ich euch aber wirklich den A-Führerschein, aber auch eben jeden anderen Motorradführerschein, vor allem wenn ihr noch 15 oder 16 seid, kann ich euch die nur ans Herz legen. Es hat mein Leben sehr, sehr doll bereichert. Und mit diesem Fahrgefühl, jeder Motorradfahrer kennt das. Man denkt sich so, wenn man eine Diskussion oder eine Unterhaltung hat, warum man denn Motorrad fährt und warum man dieses Risiko eingeht, quasi sein Leben zu riskieren, nur um dieses Gefühl zu haben. Das ist eben nicht nur dieses Spaßgefühl, sondern da gehört eben viel, viel mehr dazu. Und das ist super, super, super schwer zu beschreiben. Und ich habe da noch nichts Richtiges gefunden. Und meinen Kollegen, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, die haben auch noch nichts dazu gefunden, was für die Motorradfahren wirklich ausmacht. Jeder sagt irgendwie dieses Freiheitsgefühl, vielleicht sogar dieses Gefühl, dass man ein bisschen ohne Gesetze lebt. Das soll jetzt nicht heißen, dass man hier überall 300 fährt, aber man hat so ein erhabenes Gefühl. Auch nicht hochnäsig gesehen. Also nicht, dass man irgendwie denkt, man ist was Besseres.
als ein Autofahrer. Aber man hat eben das Gefühl, okay, ich habe jetzt die und die Leistung. Das soll jetzt aber nicht so klingen, dass ich jetzt hier immer nur zu schnell baller. Aber es ist eben dieses beruhigende Gefühl, dass man könnte. Dazu macht es mir natürlich auch ultra viel Spaß, wenn ich mal etwas schneller unterwegs bin. Es gibt einige Kurvenstrecken bei mir in der Umgebung, wo 100 ist, wo man wirklich, wenn man mit 80 durch so enge Kurven kommt, dann ist man schon wirklich flott unterwegs. Und sowas zu fahren macht halt einfach unglaublich viel Spaß. Wenn ihr Spaß habt am sportlichen Autofahren, in zum Beispiel Kurven oder generell auch spritzig unterwegs sein manchmal im Auto, dann kann es vor allem für einen kleinen Geldbeutel sehr, sehr viel Spaßpotenzial bieten, das Motorradfahren. Denn man kriegt eben für 1500 bis 2000 Euro einen Führerschein, dann noch 1000 Euro das ganze Equipment, die ganze Schutzkleidung mit Helm, mit vielleicht allen möglichen Sachen und dann vielleicht nochmal für 3000 gebrauchtes Motorrad. Dann kriegt man eben schon die volle Palette an Spaß und an Leistung. Natürlich, wenn man sich jetzt nach einer 701 umguckt, dann reden wir ja trotzdem über 11.000 Euro. Aber an sich ist Motorradfahren eben so viel günstiger, als wenn man das jetzt vergleicht mit der jeweiligen Leistung im Auto. Denn um ein Auto zu fahren mit 600, 500 PS, muss man meistens eher 60, 70, 80.000 auf den Tisch legen. Und das ist eben beim Motorradfahren überhaupt nicht der Fall. Und an die ganzen Motorradfahrer da draußen, schreibt mir noch sehr, sehr gerne in die Kommentare, wie ihr denn dieses Gefühl von Freiheit oder wie ihr das auf jeden Fall nennen würdet. Das würde mich sehr interessieren. Und ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen weiterhelfen in der Entscheidung, ob man jetzt eben Motorradführerschein machen sollte oder nicht. Ich denke, es wird keiner bereuen von euch. Rein vom Spaßpotenzial ist es für fast jeden was. Ist natürlich nur die Frage, ob man eben das Risiko eingehen möchte, ob man das Geld dafür ausgeben möchte. Und ich kann euch auch schon sagen, dass das Gefühl als Beifahrer nicht dem entspricht, wie es als Fahrer ist. Also wenn ihr mal irgendwo mitgefahren seid als Jugendlicher oder so und es hat euch vielleicht nicht ganz so viel Spaß gemacht, dann ist das Spaßpotenzial als Fahrer nochmal was ganz anderes. Und man kommt eben nicht so leicht in die Versuchung, einen Motorradführerschein mal eben zu machen. Und deswegen finde ich auch diesen B196 Führerschein ganz geil, denn da können eben Leute, die schon B-Führerschein lange haben, relativ einfach auf eine 125er gehen. Das ist ein relativ neuer Führerschein und mit einer 125er, da siehst du schon sehr, sehr schnell, ob dir das Fahren an sich Spaß macht oder nicht und ob du dieses Fahrgefühl magst oder ob du dich darin verliebst. Und danach kann man eben auch noch den A-Führerschein machen. Da muss man zwar den ganzen machen, denn die Motorradführerscheine sind quasi aufsteigend, A1, A2 und A. Da kann man das dann so machen, dass man nur noch die Prüfung machen muss. Das geht beim B196 nicht, da muss man nochmal den kompletten machen. Aber rein zum Reinschnuppern, da reden wir über auf jeden Fall unter 1000 Euro und dann eben eine 125er ist nochmal günstiger. Da kriegt man schon eine neue für 3000, 3500 Euro. Wenn man da auch noch nach Gebrauchten guckt, für irgendwie 1500 Euro, 2000 Euro, schon sehr, sehr viel Spaß und hat schon mal das Gefühl vom Motorradfahren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne ein Like da. Lasst mir auch sehr, sehr gerne ein Abo da, wenn ihr das Video hilfreich fandet und Lust habt auf weitere Videos von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, dieses Wetter wird bald mal ein bisschen besser für uns zum Fahren. Und die Bremse quietscht hoffentlich bald nicht mehr so doll. Und dann würde ich sagen, haut rein und stay tuned. I tell you, dog, 'cause I'm feeling so good.